Ich schwöre, ich könnte den ganzen Tag einfach hier sitzen und. Berlinale. Und ich. Warte, ich kann den Blick recreaten. Es ist auf jeden Fall Februar. That's sad. Good day. Holy shit, warum sehe ich so schlimm aus? Ich mache mir gerade irgendwie Kaffee. Pflanze im Zimmer. Ich treffe mich gleich mit Luca und später gehen wir noch mit Justin und Philipp in The Sadness im Beware Ladenkino. Gestern war ich einfach dreimal im Kino, also morgens, mittags, abends. Das ist mein random ass Scheiß-Vlog. Die Pflanze hier ist übrigens auch neu. Nett, oder? Ich habe irgendwie Bock, ein Video zu machen, aber ich glaube, ich muss meine Ansprüche senken in order to make a video. That I'm satisfied with, although I will not be satisfied. Warum rede ich Englisch? Ich weiß es nicht, ihr wisst es nicht, keiner. Diese Kamera fokussiert so langsam. Ich bin gerade übrigens absolut süchtig nach dieser Biscoff, Moment, nach dieser Biscoff-Cream. Schuld daran ist Philipp, beziehungsweise Schuld daran ist Bramble's Donuts, weil die haben da irgendwie gerade so Biscoff-Filled-Donuts und ich habe mir zwei oder drei Stück davon in den letzten 4 Tagen geholt oder in den letzten 2 Wochen. Und dann habe ich diese Creme bei Rewe gesehen. Ich habe die schon vorher gesehen, aber ich habe die noch nie gekauft und dachte mir, komm, ich schlag mal zu. Großer Fehler. Ganz großer Fehler. Ich löffel das. Aber das ist okay. Im Winter darf man sowas. Und allgemein auch. Ja. Welches kranke Schwein auch immer Biscoff Cream erfunden hat. I love you, you goddamn perverted motherfucker. Ich habe versucht, Zimtschnecken damit zu machen. Am Sonntag. Hat nicht so ganz funktioniert. Aber was er nicht isst, das kann er noch werden. Random Vlog. Das bewegt mich gerade am meisten im Leben. Biscoff Cream. Ich habe das Gefühl, immer wenn ich Wasser trinke, neutralisiere ich einfach Giftstoffe in meinem Körper. Und der Giftstoff in dem Fall ist Biscoff Cream. Ich bin so kurz davor, beziehungsweise ich war in den letzten 2-3 Monaten immer so kurz davor, einfach wieder täglich Videos zu machen. Oder zumindest alle 2-3 Tage. So wie ich es an Weihnachten gemacht oder um Weihnachten gemacht habe, meine Wintertage in Berlin. Aber ich habe gemerkt, dass das Production Level an Video, was ich erreichen will, also die Art, wie die Videos aussehen, so wo ich zufrieden damit bin, das zu erreichen, ist ein ganz schöner Aufwand. Und da ich nebenbei noch anderes Zeug zu tun habe und mich nicht fulltime auf diese Videos konzentrieren kann, weiß nicht, habe ich irgendwie Angst, sowas zu starten und dann irgendwie nach einer Woche zu merken, yo, das funktioniert nicht. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl, was dieses Jahr angeht, video-wise. Sprich, ich glaube, ich will jetzt nichts ankündigen, was ich nicht versprechen kann, aber ich habe so das Gefühl, ich könnte wieder sehr viele Videos auf einmal machen. Die Frage ist nur, wann und in welchem Format. Deswegen diese random Scheiß-Vlog-Dinger, die ich jetzt mache, in denen ich einfach irgendeinen Scheiß filme. Nicht, dass ich das schon zuvor gemacht hätte, aber glaubt mir, es wird einen Unterschied geben in diesen Videos. Es wird einen Unterschied geben zwischen diesen Videos und denen ich davor gemacht habe. Besonders auch, weil ich mehr ein... Wie sage ich's? Ich möchte das hier schleifen, schärfen, unschärfen. Ich möchte es offen halten. Ich möchte es, ich möchte die Kamera eher wieder als
Auge als suchendes Mittel benutzen. Das ist wie wenn man ein Bild malt und man überlegt sich vorher genau, wie alles aussehen wird und dann malt man es ungefähr so, wie es aussieht. Aber mein Approach, ich nehme die Leinwand und werfe einfach ganz viel Farbe drauf und dann versuche ich aus dieser Farbe ein Bild hinzuschmieren mit einer gewissen Thematik. Ich suche mir die Farben natürlich aus, die ich auf die Leinwand werfe, aber ich skizziere vorher nicht mit Bleistift irgendwas vor, dass ich dann die Farben eintrage. Das macht absolut keinen Sinn. Und ich weiß auch nicht, ob ich es hinkriege. Vielleicht mache ich einfach wieder langweilige Vlogs. Also nicht langweilige Vlogs, aber einfach Vlogs, wie ich sie davor gemacht habe. Aber ich möchte, dass irgendwie ich irgendwas. Das hier ist auf jeden Fall Random Vlog Number One für dieses Jahr. Die Wintertage in Berlin-Serie ist beendet, ohne ein Endvideo oder irgendein Outro. Es ist auch irgendwie gar nicht mehr Winter, es hat irgendwie 12 Grad draußen. Ja, und es ist Berlinale. Ich kann die Kamera nicht mit zur Berlinale nehmen, also ich kann ja nicht irgendwie mit einer Kamera ins Kino sitzen und dann so. Ja, starte den Film. Aber ich kann nicht erzählen, was ich geguckt habe. Mach ich mal anders, mach ich nicht jetzt. Ich hoffe, ich denke dran. Wenn ich nicht dran denke, dann, sorry, dann kommt jetzt so eine Einblendung von wegen, Simon ist ein Idiot und hat es vergessen. Liebe Mac DeMarco. Ah! That's the bitch. That's the bitch. That's the bitch. He's pushing P. Random Vlog. Random Vlog. Willst du was sagen? Hey Leute, was geht? Ich bin müde. Treppen sind schwieriger, weil ich jetzt rauche. Aber sonst alles topi. Und bei euch. Und bei euch. Sadness. Ich habe die Biscoff-Cream vernichtet. Als ob. Doch. Digga, das waren 5 Tage. Ich habe die da ja am Samstag geholt. Oder 6 Tage. Samstag habe ich die geholt. Heute ist Dienstag. Ja, das ist bescheuert, Alter. Aber ich schwöre, die macht die mal mit einem Toast. Deine Toast, mit Videos sind Toast. Coming, ne? Adios, Bro. Adios, Bro. Viel Spaß mit dir. Merci. Ja, ich weiß, ekliger Flex mit der Berliner Tasche, aber die hat man gekriegt und irgendwie, ich mag das Band, aber die Bag an sich ist irgendwie, keine Ahnung, bisschen hässlich. I'm fine, it's wine. Ich habe heute irgendwie einen Energieboost, ich weiß auch nicht. How's you doing, my man? Kann ich das halten? Welchen Film guckst du übermorgen? Avec Amour, irgendwas? Ja, genau. Blades on Bow. Mit der Denis mit Vincent Rindon. Genau. Ich habe schon ein Letterboxd-Review gelesen. Warte, das war so gut. Als ob das Review nicht mehr da ist. Ah. Personally, this ranks below Titan, as it doesn't have enough ass shots of Vincent Lindon. That's what I'm talking about. Was machst du eigentlich nächstes Semester? Voll viel so viel Feier haben. Welches davon? Das ist nicht dasselbe? Ja. Macht's einen Unterschied? Kommt minimal zu spät. Minimal. Aber sollte eigentlich noch passen. B-Ware Ladenkino oder B-Ware Ladenkino Boxenhagener, Gärtnerstraße? Wir haben uns gegen die U-Bahn entschieden. Gleich ganz sad. Aber du wirst nicht 100.000 Leute umbringen oder so. Ich glaube,
wird ultra brutal, wenn ich übermorgen keine Tickets für die Berlinale bekomme. Einfach schon der Krankenwagen da wegen der Brutalität, Luca. Gar nicht klar. Für die Sein, macht euch bereit. Macht euch bereit für brutale Eskalation. Das Kino. We made it. Ist es sogar Philipp? Da ist Philipp. Philipp! Dafür, dass wir gesagt haben, wir kommen zu spät. Ja, hallo. Na. Sind wir schon rein oder warten wir jetzt noch? Ich war, er meint ja Sitzfreiheiten, deswegen dachte ich mir, das könnte was länger dauern. Ich wette, Justin ist gerade bei Griebnitzsee eingestiegen erst. Ich hab schon gesehen, halber Stern, Justin. Was ist los? Was ist los bei dir? Was sagt Luca? Von witzig. Aha, Kirk. Schon gut, kann man machen. Was sagt Justin? Einfach nur schlimm. Die Polizei ist da, um dich abzuholen. Also ich hatte allein vom Trailer dachte ich auch, dass der Typ auf der Uhr war. Ich dachte nicht, dass der sich so durchgängig ziehen wird, sondern ich dachte, okay, der kommt jetzt einfach nur, kurze Verfolgungssequenz, dann am Ende. Film ist vorbei, alle wieder zu Hause. Ja. Der Film hieß The Sadness, falls ich das noch nicht erwähnt habe. Und der war, ja, okay, kann man machen. Wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Sehr brutal und abgefuckt. Ja, weiß gar nicht, ob der überhaupt im Kino läuft. Gut, das konkludiert mein Video für den 16.02. Mal sehen, wenn ich diesen Scheiß hier schneide oder fortsetze oder beende. Mann, jetzt fokussier halt. Nein, natürlich nicht, weil diese Kamera nie fokussiert. Es ist 9.56 Uhr am Mittwoch, den 16. Februar. Es ist wieder ein grauer Wintertag. Nichtsdestotrotz habe ich gute Laune. Ich arbeite jetzt ein bisschen. Ich erstelle gerade so eine kleine Insta-Story-Kampagne für Seesüchte. Hier könnt ihr das so ein bisschen sehen. Ich habe nämlich gefragt, was die Lieblingsfilme von Seesüchte-Team sind aus dem letzten Jahr. Das werde ich jetzt auf Instagram teilen. Falls ihr Seesüchte noch nicht folgt oder überhaupt nicht wisst, was das ist oder bis jetzt noch nicht geplant habt, das im April zu besuchen, ich habe einen Link in die Beschreibung gepackt. Da könnt ihr euch Seesüchte angucken. Ist ein wirklich cooles Filmfestival. Ich habe mir spontan Tickets geholt für Flux Gourmet, der neue Film von Peter Strickland. Hier, für den Film. Ansonsten habe ich heute tatsächlich mal einen relativ kinofreien Tag, was auch nicht ganz stimmt, weil ich ins Kino gehe. Aber ich war jetzt am Montag im Kino, ich war gestern im Kino, ich bin heute im Kino, ich bin morgen im Kino. Nein, ich lieb's. Ich lieb's wirklich. Ihr solltet mir auf jeden Fall auf Letterboxd folgen, denn Letterboxd ist eine echt nice soziale Plattform für Filme. Ich arbeite auch immer noch nach wie vor an einem Video über Letterboxd, wo ich erkläre, was Letterboxd ist, damit es auch mal irgendwie, keine Ahnung. Folgt mir auf Letterboxd, Simon Legendary, let me be your favorite cinephile, who's writing stupid comments about movies. Back to work. Stories sind gepostet, es hat natürlich viel zu lange gedauert. Ich bin jetzt natürlich wieder mal viel zu spät für ein Screening dran. Also, könnte eine Punktlandung werden. Aber die lassen normalerweise niemanden rein, wenn man wirklich zu spät ist. Weil Berlinale Filme starten immer zu der Uhrzeit, zu der sie auch angesagt werden. Was gut ist, aber schlecht für Leute, die immer zu spät zu Filmen kommen. Das ist auch schon wieder für ein Scheißwetter, Alter. Bah. Geregnet.
jetzt zumindest nicht. Film ist vorbei. War ganz gut. Ich weiß zwar nicht, ob ich jetzt jemals wieder essen kann oder ob ich jetzt Hunger habe. Auf jeden Fall eins von beidem. Sehr abgefuckt, aber auch irgendwie nice, keine Ahnung. Ich liebe Potsdamer Platz. Das ist übrigens die älteste Ampel der Welt oder die älteste Ampel Berlins. Das Ding. Funktioniert sogar immer noch. Okay, ich bin mir ziemlich sicher, es ist nicht die älteste Ampel der Welt, aber es ist die älteste Ampel Berlins. So kommt immer dieser Sturm, die kommt nur aus dem Nichts. So, es kommt so ein Sturm. Man fährt von Sturm, fährt man immer nur so maximal 12 Stunden vorher, Alter. Ist halt so. Dann sind sie auf einmal da. Und dann vibriert die ganze Wohnung. Und dann ist halt so, ja, darfst nicht mehr Bahn fahren, weil Sturm ist und du bist so, welcher Sturm. Und dann wird so. Oh, das riecht auf einmal ganz, ganz anders. Mach mal aus, ich glaube, mach mal aus. Alter. Das ist wie Mikrowellenpopcorn, da muss man echt aufpassen. Krank. Oh shit, shit. Was? Du hast in die Spiegelung gefilmt, weil ich dachte, die Spiegelung wäre das real Ding. Hat schon gut funktioniert mit der Mikrowelle. Ist voll gut, oder? Mhm. Ich habe vergessen, ein Outro aufzunehmen für das Video. Deswegen. Was ist wieder Video? Ich mach ein Video, keine Ahnung. Ich mach ein Outro. Muss ich Mikrowellenbohren machen? Mhm. Oh. Okay, das war das Video. Outro. Danke für den Nein, fuck. Tschüss.